Hornbach. Ich arbeite als Hedgefonds-Analyst in Zürich. Ich muss mich fragen, welche Information kann ich trauen? Man wird nicht gerade paranoid, aber... Wenn Sie eine Bank fragen... Sie sagen immer, es geht hoch. Ja, weil Sie Ihre Produkte verkaufen müssen. Alle, die eine... realistische Sicht haben, bei Banken und Versicherungen. Die werden rausgeschmissen. Weil im Grunde niemand die Wahrheit wissen will. Am Strand habe ich einen Typen kennengelernt. Ein Millionär. Investmentbanker. Er war leidenschaftlicher Kajakfahrer und hat jahrelang das Meer studiert. Er hat diese Wellen gelesen. Er hatte meditiert und da ist er drauf gekommen, dass es gewisse Korrespondenzen gibt zwischen Wellen im Meer und in der Wirtschaft. Der hat sich aufgehabt. Er hat ein Programm geschrieben, das diese Wellen berechnet. Und hat einfach ohne Ende Geld gemacht. Was denn? Aber so ein Brain! Ich habe mir mal einen Fonds angesehen. Der ging immer nur hoch. Über Jahre. Das kann effektiv nicht sein. Das kann nicht immer nur hochgehen. Hat sich herausgestellt, dass das ein riesen Betrug war. Der hat die Gelder der Kunden gar nicht angelegt. Sondern selbst missbraucht. Ferien, Autos. Sie hat sogar eine Teddybären-Sammlung aufgebaut. Ein ganzer Stock voller Teddybären. Und der hat das Lebensrecht gekauft. Ja, aber die Staaten machen genau das gleiche. Die handeln mit Geld, was überhaupt nicht vorhanden ist. Das erwartet doch niemand. Dass das wirklich zurückgezahlt wird. Wir waren echt sofort auf einer Wellenlänge. Das war in Neuseeland, am Strand. Hey, chillig, der Strand. Ich habe eine Wellenreise gemacht. Er war da, mit seinem Kajak und hat gesagt, das war ein Schicksal. Hat gesagt, ja, ich habe Geld. Wir könnten etwas aufbauen. Wir müssen einen Ort schaffen, wo die Menschen wie eine Insel hinflüchten können, wenn die ganze Wirtschaft kollabiert. Ein Paradies! Er hat gesagt, ich weiß, das System geht kaputt. Ich habe darin gearbeitet. Das hält höchstens noch ein paar Jahre. Diese ganze Geldwirtschaft ist mittlerweile so überkomplex, das beherrscht keiner. Das muss irgendwann kollabieren. Das ist alles total marode. Alle Leute auf die Bank gehen und ihr Guthaben abheben. Die Banken werden über Nacht pleite gewesen. Es funktioniert nur so, solange immer mehr Geld reingepumpt wird. Das ist alles... Funny Money. Lustiges Geld. Okay. Man kann doch nicht immer weiter Geld drucken, wenn es keinen Gegenwert gibt. Irgendwer muss es doch bezahlen. Bis dahin habe ich lieb gelacht. Ich dachte, die Bankleute, die haben doch Arme. Ja, denkst du. Für mich war das wie ein Erwachen aus einer Blase. Am Anfang dachte ich auch, ja, das ist so ein bisschen Panik und so. Aber ich habe Leute kennengelernt, die waren in der Wirtschaft. Und die machen jetzt alle das Gleiche. Stimmt. Manche schaffen sich sogar Waffen an. Wenn wirklich alles zusammenbricht, dann hört auch die Bahn auf zu fließen. Es kann sein, dass es einen totalen Bahnstillstand gibt. Es kann sein, dass es Krieg gibt. Ja, dann geht's hier rund. Finanzpolitiker, Zentralbank, Zeitung. Spielen alle mit. Wir sind wie in einer Matrix. Das heißt immer Wachstum. Aber wenn man nachdenkt, ist klar, dass es nicht immer nur Wachstum geben kann. Das ist eine riesige Blase, in der wir leben. Wir haben Land gekauft. Das waren Obstgärten. Ein Stück Wald. Wir haben zwei Seen angelegt und angefangen, Lehmhütten zu bauen. Wir hatten Windräder und Solarenergie. Es kamen immer mehr Leute, es hat sich eine richtige Community gebildet. Viele ehemalige Manager. Aber ganz relaxed, natürlich. Wir haben jeden Tag die Financial Times gelesen und im Internet recherchiert. Und vor zwei Jahren, als die Märkte so runtergingen, war das Gefühl da, das könnte jetzt schon schneller passieren als geplant. Oh oh! Dann haben wir notfallmäßig nochmal richtig Getreide bestellt. Es kam echt ein LKW voller Weizen. Man kann sich nicht mal vorstellen, war so ein Oschi! Wir haben Plastikeimer gekauft, den Eimer gewaschen, gefüllt und luftdicht verschlossen. Ein Loch gebuddelt und die Eimer verknallt. Die Außenwelt hat wahrscheinlich echt gedacht, sie sind jetzt vollkommen durchgeknallt. Aber man weiß, da ist dann für zwei, drei Monate genug Essen drin. Ja, das stimmt. Hedgefonds. Hedgefonds sind die einzigen, die darauf hinweisen, dass das System eben nicht nachhaltig ist. Ist Europa streng genommen pleite ist.
deswegen werden wir zum Sündenbock gemacht. In Amerika haben sie in den letzten 4 Jahren so viele Schulden gemacht wie vorher in 52 Jahren. Was heißt das? Jeder Amerikaner hat 1,2 US-Dollar Schuld. Milliarden. 1,2 Millionen Dollar, oder? Ja. 1,2 Millionen Dollar. Ja, das sind Luftschlösser, in denen wir hier leben. Die Leute müssen aufwachen. Wie in Ägypten. Tunesien. Wenn das alles kollabiert, man weiß ja nicht, was danach kommt. Aber ich hoffe schon, dass es besser wird als das, was wir jetzt haben.